Was passiert, wenn die Sonne eines Tages stirbt? Um dies herauszufinden, besuchen wir den erdnächsten planetarischen Nebel. Dies ist der Helixnebel, auch Auge Gottes genannt. Er befindet sich in einer Entfernung von 700 Lichtjahren. Er entstand, als ein sonnenähnlicher Stern anfing, seine äußeren Schalen abzustoßen, da dieser das Ende seiner Lebenszeit erreicht hatte. Im Zentrum dieses Nebels kann man immer noch das Überbleibsel dieses Sterns beobachten. Ein sehr kleiner und sehr kompakter weißer Zwerg. In Wirklichkeit ist dieser weiße Zwerg aber nicht allein. Denn der kleine helle Punkt, den man sieht, wenn man durch ein Teleskop blickt, besteht in Wirklichkeit aus zwei Sternen, also einem sogenannten Binärsystem. Heute werde ich ein weiteres Mal mit meinem Teleskop hinaus aufs Feld fahren und versuchen, diesen planetarischen Nebel zu fotografieren. Ja, hallo meine lieben Freunde der Astrofotografie und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, sind wir heute an einem anderen Ort. Das liegt einfach daran, dass an dem Ort, an dem ich sonst immer bin, eine Schafherde ist und deshalb kann ich da mit meinem Auto nicht hinfahren. Und selbst wenn ich hinfahren könnte, wäre wahrscheinlich alles voll mit Schafskot und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Das ist aber nicht so schlimm, denn dieser Ort hier ist gerade mal 3 Kilometer von dem anderen Ort entfernt, an dem ich sonst immer bin. Und von hier aus hat man auch eine super Sicht auf das Objekt, das ich heute fotografieren möchte. Und zwar möchte ich heute den Helixnebel fotografieren. Ja, eine Sache, die der Herbst mitbringt, ist, dass die Sonne, die ihr hinter mir sehen könnt, viel schneller untergeht als im Sommer. Die Nächte allgemein werden immer länger und natürlich auch deutlich kälter. Das ist auch der Grund, weshalb ich so dick angezogen bin. Aber ich sag's mal so, lieber lustig aussehen als frieren. Da es immer ziemlich schwierig ist, das Teleskop in der Dunkelheit aufzubauen, fange ich jetzt mal an, solange wir noch ein bisschen Tageslicht haben. Das Doofe ist jetzt, dass ich gar nicht genau weiß, wo sich der Polarstern befindet. Wenn ich an dem anderen Ort bin, bin ich es natürlich schon gewohnt und weiß ganz genau, wo der Polarstern erscheint, wenn es dunkel wird. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich denke, dass er irgendwo in die Richtung ist, aber ganz sicher kann ich es nicht sagen. Aber das werden wir ja nachher sehen. Also ich liebe die HiQ 5 Pro wirklich. Es ist eine super Montierung. Aber ein Nachteil ist, dass sie verdammt schwer ist. Thank you.
So, die Sonne ist längst hinter dem Horizont verschwunden. Ich habe mein Teleskop auch schon komplett aufgebaut, kollimiert und die Montierung ins Gleichgewicht gebracht. Das heißt, sobald der erste Stern sichtbar wird, werde ich versuchen, die Montierung einzunorden und dann kann es auch schon losgehen. Dieser Ort hier ist zwar ganz okay, was mich aber ziemlich stört, ist, dass da drüben ein Weg ist, beziehungsweise so eine kleine Straße. Und da laufen ziemlich viele Leute, meistens mit ihren Hunden oder auch Fahrradfahrer sind viel unterwegs. Und wenn die sehen, dass hier jemand so ein Teleskop neben dem Weg stehen hat, dann kommen die natürlich her und wollen wissen, was man hier macht. Und ich habe wirklich nichts gegen Fragen oder auch Leute, die sich für Astrofotografie allgemein interessieren. Das im Gegenteil, ich finde das echt toll. Aber wenn man hier halt versucht, ein YouTube-Video zu drehen und gerade dabei ist, die Ausrüstung aufzubauen, sich ein bisschen konzentrieren muss und es kommt einer nach dem anderen hierher und fragt einen immer die gleichen Fragen, dann ist das manchmal ein bisschen nervig, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ach und übrigens, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich hier eine kleine Taukappe gebastelt aus Pappe. Das ist einfach nur ein Stück Pappe, das ich mit Klebeband zusammengeklebt habe. Ich hoffe, dass es die Nacht übersteht, denn es soll heute ziemlich feucht werden. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch und ich hoffe, dass das Ding hier was bringt und dass es überlebt. Zumindest eine Nacht, mehr möchte ich gar nicht. Genau. Ich werde mir jetzt übrigens eine Jacke anziehen, denn es ist verdammt kalt geworden und es soll noch viel kälter werden nachher. Heute Nacht soll es nur noch 4 Grad warm werden, was schon echt extrem ist. Deswegen bin ich auch so warm angezogen, wie gesagt. Schließlich brach die Dunkelheit herein und der aufgehende Jupiter sagte mir, dass es an der Zeit war, meine Montierung einzunorden. Und währenddessen erstrahlten über mir die ersten funkelnden Sterne. Ohne Witz, ich muss echt schwitzen in der Jacke. Es ist zwar schon echt kalt, ich glaube es hat noch so 10 Grad oder ein bisschen weniger sogar, aber ich muss echt schwitzen gerade. Puh, also diese Kleidung, die Kleidung ist von Fox und die hält echt warm, muss ich echt sagen. Also ich bin schon begeistert. Die hatte ich letztes Jahr schon und da war ich schon bei minus 4 Grad draußen und mir war eigentlich immer noch warm. Also kann ich absolut empfehlen. Wieso kommt da jetzt kein Piepston? Hallo? Hier ist Strom drauf, aber auf dem ASR ist kein Strom drauf, toll. Jetzt darf ich den Deckel nochmal aufmachen. Oh Mann, ich hasse diese Zigarettenanzünderstecker. Diese Zigarettenanzünder, ich kapiere nicht, wieso die so berühmt geworden sind oder wieso die überall vertreten sind bei diesen astronomischen Sachen. Die sind sowas von... Seht ihr das? Ich habe den nur leicht berührt. Und jetzt hat es Strom. Das kapiere ich nicht. Also diese Dinger sind überhaupt nicht zuverlässig. Und da war der Piepston. Gott sei Dank. Dann kann es ja jetzt losgehen. Also die Geräusche hier sind echt krank. Ich muss schon sagen, so am Waldrand ist es noch deutlich unheimlicher als an der anderen Stelle, an der ich immer war. Zum Hinken. Okay, wo zur Hölle ist der Polarstern? Ist der etwa hinter dem Baum? Wenn er jetzt hinter dem Baum ist, dann habe ich ein Problem. Weil da kann ich offensichtlich nicht hin. Oh nein, also hier ist das Himmelsweh. Der ist hinter dem Baum. Verdammt. Oh Mann. Leute, ich habe mein Teleskop einfach komplett falsch aufgebaut. In die falsche Richtung aufgebaut. Der Polarstern ist hinter dem Wald. Genau da, wo die Bäume sind, ist der Polarstern. Ich habe es richtig kacke aufgebaut. Wenn ihr euer Teleskop an einem euch unbekannten Ort aufbaut, dann verwendet immer einen Kompass, um herauszufinden, in welcher Richtung Norden liegt. Dies kann euch einiges an Ärger ersparen, wie ihr sehen könnt.
Irgendwann später. Also mir kommt das heute alles wie harte Arbeit vor. Aber Leute, wir müssen uns echt beeilen. Es ist schon fast ganz dunkel. Noch 10 Minuten bis zur astronomischen Dunkelheit. Beziehungsweise zur astronomischen Nacht. Das heißt, da ist es dann wirklich richtig dunkel. Ich kann die Milchstraße sogar schon mit bloßem Auge sehen. Ich glaube, heute wird eine echt gute Nacht. So, jetzt müssen wir nochmal checken, ob der Fokus passt. Jetzt ist alles nicht verbunden. Na toll. Jetzt muss ich wieder alles verbinden, alle Kameras verbinden. Eine Ewigkeit später. So, ich habe jetzt den Helixnebel gefunden mit dem ESIR. Der ist im NGC-Katalog unter der Nummer 7293. Und wie ihr hier an der Kurve sehen könnt, steht er echt niedrig. Und den höchsten Punkt erreicht er um 23.50 Uhr und selbst der ist nicht besonders hoch. Ich glaube, das sind ungefähr 30 Grad, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist wirklich nicht hoch und das ist der höchste Punkt, den er erreicht. Also er wird die meiste Zeit noch niedriger sein. Ich werde ihn jetzt mal anfahren und dann sehen wir ja, wie niedrig er steht. So, auswählen. Und go to. Müssen wir natürlich schauen, dass kein Kabel verwickelt wird, wie immer. Also ihr seht schon, anhand von dem, wie das Teleskop steht, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt sehen, das steht echt niedrig. Und das muss ziemlich korrigieren. Haben wir ihn im Bild? Ja, der Helixnebel ist drin. Man sieht ihn zwar noch überhaupt nicht in der 1-Sekunden-Belichtung, wie ihr sehen könnt, aber er ist auf jeden Fall im Bild. Ich werde jetzt mal eine längere Belichtung machen, beziehungsweise nein, wir müssen erst die Sterne fokussieren. Das dürfen wir nicht vergessen mit meinem Autofokussierer, der nicht verbunden ist, fällt mir gerade auf. So, jetzt ist er verbunden. Und jetzt fokussieren wir mal mit dem Autofokussierer. Das habe ich euch auch noch nie gezeigt. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar muss man hier auf Fokuser und dann steht da unten AF. Da drücken wir drauf. Jetzt kommt hier so eine Tabelle. Jetzt müssen wir da unten eine Belichtungszeit einstellen. Ich stelle jetzt einfach mal hier jetzt mal auf 3 Sekunden, so dass er halt genügend Sterne erkennen kann. Und dann drücken wir auf Play. So, jetzt sucht er einen Stern. Ich mach meine Lampe mal aus, nicht, dass das gestört wird beim Fokussieren. So, jetzt hat es den Stern gefunden, wie ihr sehen könnt. Und jetzt verstellt der Autofokussierer quasi den Okularauszug immer ein ganz kleines Stückchen. Und dann misst er die Größe des Sterns. Jetzt kommt ein Fahrrad. Es ist gerade ein Fahrradfahrer vorbeigefahren. Zum Glück hat er nicht angehalten. Das wäre ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Aber es muss auch unheimlich sein, so bei Nacht mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Ja, aber ihr seht schon, da bildet sich jetzt so eine Kurve und es muss auch so aussehen. Wenn die Kurve nicht so aussieht, dann stimmt irgendwas nicht. Also der fokussiert den Stern jetzt quasi, bis er den kleinsten Punkt gefunden hat. Er misst immer die Größe des Sterns, fokussiert erneut, misst nochmal die Größe des Sterns, bis, wie gesagt, der Stern so klein wie möglich ist. Und dann hat er den Fokus gefunden. Ihr seht schon, jetzt macht er es erneut, bis er eben den kleinsten Punkt findet. Da oben steht auch Star Size. Und die muss relativ klein sein, die Größe. So, hier ist jetzt der fokussierte Punkt, dieser rote Punkt da unten in der Tabelle. Das ist der kleinste Punkt. Wobei ich sagen muss, der rechte Punkt ist eigentlich noch weiter unten. Aber angeblich ist der rote Punkt der richtige Fokus. Und ich vertraue dem Autofokussierer jetzt einfach mal. Jetzt machen wir mal nochmal ein Bild. 1 Sekunde Belichtungszeit. Dann sehen wir es ja, ob es passt. Ich meine, das sieht man ja auch gleich, ob er richtig fokussiert hat oder nicht. Aber das sieht top aus. Habt ihr das gesehen? Die Sterne sind nochmal ein bisschen kleiner geworden. Und meine Aufnahmen brechen immer ab. Das nervt echt. Alle 5 Minuten brechen die Aufnahmen ab. Ich muss jedes Mal neu aufnehmen. Also das Tablet ist einfach schon zu alt. Ich brauche ein neues Tablet.
Oh Leute, mir ist mein Tablet in den Dreck gefallen. Ich habe gerade meine Kamera verstellt. Jetzt ist mir mein Tablet in den Dreck gefallen. Das ist natürlich komplett voll mit Dreck. Und die Erde hier ist komplett nass. Also ihr könnt euch vorstellen, wie es jetzt aussieht. Aber egal. Solange es noch funktioniert. Okay, also das Guiding läuft. Das heißt, wir gehen zurück zu Preview. So, und jetzt machen wir einfach mal eine Testaufnahme mit, was machen wir, 100, machen wir mal 180 Sekunden, dann sehen wir ja, ob es geht oder nicht. Testaufnahme 180 Sekunden. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Bin mal gespannt. Das ist die erste 3-Minuten Belichtung, die ich mit diesem Teleskop mache. Und vor allem ist das die erste Belichtung, die ich mache ohne Vollmond, beziehungsweise komplett ohne Mond. Weil der Mond ist nicht hier. Momentan ist der zu 13% voll, aber wie gesagt, er ist auf der anderen Seite der Erde gerade. Also hier ist es jetzt wirklich so dunkel, wie es werden kann. Ihr seht wahrscheinlich, da hinten ist ziemlich viel Lichtverschmutzung. Das liegt daran, dass da unten Glatten ist. Da ist auch eine große Firma und da ist halt echt viel Lichtverschmutzung. Und ausgerechnet da zeigt es gerade mein Teleskop hin. Ich hoffe nicht, dass das was ausmacht. Vor allem, weil das Objekt jetzt halt auch noch echt niedrig steht. Es steigt jetzt zwar noch ein bisschen höher, aber ja, es ist halt nicht optimal. Aber meine Patreons wollten den Helix-Nebel, also bekommen sie auch den Helix-Nebel. Sie haben für den Helix-Nebel gestimmt. Ich habe ihnen 5 Ziele zur Auswahl gestellt und das wollten sie sehen. Deswegen fotografiere ich heute den Helix-Nebel. Also was mich gerade ein bisschen überrascht, ist, dass das Seeing echt gut zu sein scheint, weil die Sterne funkeln überhaupt nicht. Außer die Sterne ganz am Horizont natürlich, die funkeln eigentlich immer. Aber wenn man jetzt ein bisschen höher schaut, dann funkeln die wirklich überhaupt gar nicht. Und das ist echt krass, weil das letzte Mal, als ich Saturn fotografiert habe... Oh, es ist ja fertig! Mein Gott, ich laber die ganze Zeit! Wow, und die Sterne sind perfekt rund! Guckt euch das an! Die Sterne sind perfekt rund. Wow. Okay, wir machen 3-Minuten Belichtung. Überzeugt. Wenn man dieses Bild das erste Mal sieht, das ist einfach ein Gefühl, das ist unglaublich. Das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man echt selbst erlebt haben. Bisschen strecken. Ja, man erkennt jetzt noch nicht so viele Details. Aber ich finde, von der 3-Minuten-Belichtung ist das schon krass, was man hier sieht. Die Sterne in den Ecken noch überprüfen, aber die sehen echt top aus. Also wirklich, wirklich richtig gut. Super rund. Also ich bin echt begeistert. Dieses Teleskop ist echt klasse, Leute. Muss man einfach mal sagen. So. Es läuft. Dann kann ich jetzt meinen Zeitraffer einstellen. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht das Teleskop berühre. Der österreichische Schriftsteller Ad Albert Stifter einst sagte, wenn man den Sternenhimmel betrachtet, steht eine Schönheit vor uns auf, die uns entzückt und beseligt. Und es wird ein Gefühl in unsere Seele kommen, das all unsere Leiden und Bekümmernisse majestätisch überhüllt und verstummen macht und uns eine Größe und Ruhe gibt, der man sich andächtig und dankbar beugt. Also der Sternenhimmel ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, ich bin echt sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sowas muss man einfach mal erlebt haben. Wenn ihr in der Stadt wohnt, fahrt mal irgendwo raus aufs Land, in eine Bortelklasse 4 oder noch besser, wo wirklich dunkler Himmel ist, und dann schaut euch den Sternenhimmel an. Das ist phänomenal. Also sowas ist wirklich unvergesslich, Leute. Die Milchstraße ist richtig gut sichtbar mit dem bloßen Auge. Die Plejaden gehen gerade da hinten auf, die kann man auch richtig gut sehen. Der Jupiter ist so hell, er ist mit Abstand der hellste Punkt am ganzen Nachthimmel. Saturn ist auch sichtbar. So viele schöne Sternbilder, da war gerade eine Sternschnuppe. Also, das müsst ihr echt mal erlebt haben. Wirklich genial. Thank you.
So, meine lieben Astrofreunde, jetzt kommt gleich der sogenannte Meridian Flip. Und zwar dreht sich die Montierung da einmal um 180 Grad sozusagen. Und zwar macht es die Montierung, damit das Teleskop nicht gegen das Stativ sozusagen fährt. Beziehungsweise kann sich die Montierung ja nicht unendlich weiter drehen. Irgendwann stößt sie ja da unten gegen das Stativ. Und das wird durch den Meridian Flip einfach verhindert. Das heißt, das Teleskop wird jetzt auf diese Seite hier fahren. Und das wird in genau 40 Sekunden passieren. Und zwar völlig automatisch, wenn alles gut läuft. Ich habe übrigens gesehen, dass richtig hässliche Schleierwolken genau in die Richtung ziehen, in der ich fotografiere. Und ich hoffe wirklich sehr, dass das unser Bild nicht beeinflusst, weil sonst muss ich bald abbrechen. Und ich habe noch nicht so viel Belichtungszeit. Also wenn ich jetzt schon abbrechen muss, weiß ich nicht, ob ich ein gutes Bild hinbekomme. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg, weil jetzt schwenkt sie gleich. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt dreht sie sich. Oh Gott, die Taukappe, seht ihr das? Das ist natürlich nicht gut. Das müssen wir gleich mal beheben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die Taukappe, die ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eingefallen ganz oben. Das ragt jetzt natürlich ins Teleskop rein. So, jetzt machen wir kurz Pause. Also die Montierung ist jetzt fertig. Der Meridian Flip war erfolgreich. Aber die Taukappe, die ist echt alles andere als erfolgreich. Mein Gott, was geht denn hier vor sich? Ja, ich glaube, die Taukappe kann ich vergessen. Die hat sich total verzogen durch die Luftfeuchtigkeit. Mein Gott. Also entweder mache ich sie komplett weg und riskiere, dass mein Spiegel innen zutaut. Vielleicht kriege ich sie auch nochmal gerettet. Ich muss mal mein Tablet aus der Hand legen. Mann, ich sollte echt mal einen Tisch oder sowas mitbringen. Einen kleinen. So Campingtische oder sowas wären echt praktisch. Oh, jetzt habe ich das Teleskop verschoben. Die geht aber auch nicht runter. Nein, ich habe das Teleskop verschoben. Egal. Ich muss halt dann nochmal hinfahren. Ach, komm schon. Die geht so schwer runter. Die hat sich richtig festgesaugt. Oh Mann, ganz ehrlich. Komm doch einfach da jetzt runter. Die ist schon richtig weich geworden, die Taukappe. Deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr runter. Es ist alles Zeit, die verloren geht. Oh, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. So, weg mit dir. Die kann ich direkt wegschmeißen. Okay, jetzt müssen wir den Nebel nochmal finden. Der ist jetzt natürlich nicht mehr auf dem Bild, das ist auch klar. Star Lost, ja, das weiß ich. Stopp. Nochmal kurz auf Preview. 3 Sekunden Belichtung. Plates off. So, jetzt müsste er wieder drauf sein, rein theoretisch. Ja, der Nebel ist wieder genau in der Mitte. Perfekt. Dann können wir direkt weitermachen. Okay, ja, das war der Meridian Flip. Normalerweise sollte der besser laufen. Wobei das ja nicht die Schuld vom Meridian Flip selbst war, sondern eher von der Taukappe hier. Die kann ich direkt wegschmeißen, die ist total verzogen. Die ist auch richtig nass, das fühlt sich richtig widerlich an. Ja, das Guiding läuft wieder. Ich kann jetzt direkt weitermachen mit Fotografieren. Ich hoffe nur, dass die Wolken nicht ins Bild reinziehen, die sind schon echt nah dran. Ansonsten muss ich leider abbrechen, aber schauen wir mal. Leider zeigten die Wolken kein Erbarmen und ich konnte lediglich 2 Stunden und 18 Minuten Belichtungszeit des Helixnebels sammeln. Zunächst machte ich mir Sorgen, dass dies nicht genug für eine gute Aufnahme sein würde. Doch das Bild, das ich am nächsten Tag nach dem Bearbeiten erhielt, überzeugte mich vom Gegenteil.